willkommen, Renate, hier bei uns in München. Wir freuen uns, dass du da bist. Du tourst gerade durch Deutschland, besuchst DAX-Unternehmen zum Thema Quote in Aufsichtsräten. Mir persönlich liegt dieses Thema natürlich auch sehr am Herzen. Und wir freuen uns, dass du auch in München eine Station gemacht hast. Aus dem Bundestag kommt gerade eine unglaublich interessante Initiative zu diesem Thema, die Berliner Erklärung. Vielleicht kannst du uns ein paar Worte darüber erzählen. Ja, es gibt im Deutschen Bundestag eine ganz engagierte Debatte über die Frage Quote für Frauen in die Aufsichtsräte, weil 60 Jahre nach dem Grundgesetz und ungefähr 20 Jahre nach einer Änderung des Grundgesetzes, in dem nämlich ganz klar steht, es gibt einen aktiven Gleichstellungsauftrag für den Staat, haben jetzt die Frauen eigentlich die Nase voll. Und deshalb haben sich fraktionsübergreifend Frauen zusammengetan und haben eine Berliner Erklärung gemacht, die jetzt fordert, dass es eine Quote für Aufsichtsräte und Frauen darin gibt. Jetzt gibt es ja fast eine 100% Männerquote. Und siehe da, das ist fraktionsübergreifend unterschrieben worden. Es ist von Journalistinnen, von Unternehmerinnen unterschrieben worden. Wir haben, glaube ich, 14.000 Unterschriften. Das ist viel, aber auch viel zu wenig. Also ich rege an, wer immer möchte, runterladen und sammeln an der Stelle. Und mittlerweile ist ja auch eins geschehen, dass viele Journalistinnen auch schon an ihre Chefredakteure geschrieben haben. Sie haben nämlich festgestellt, dass die, die über die Situation von Frauen und Männern im Land berichten, selber federführend auch nur Männer sind. Also wir haben schon ein bisschen was ausgelöst. Eine sehr spannende Initiative. Allerdings hört man von unserer Frauenministerin Schröder ja nicht so wirklich tolle Dinge in diesem Zusammenhang. Jetzt ist sie gerade eingeknickt vor der FDP. Es wird also nicht mal eine Flexiquote geben. Wie glaubst du, geht es weiter mit der Quote in Aufsichtsräten? Also das Kuriose ist ja, dass Frau Schröder an alles denkt, nur nicht daran, Frauen zu unterstützen. Und selbst die Flexiquote, die so verschwiemelt auf eine Freiwilligkeit setzte und später könnte man dann doch mal ein Gesetz machen, selbst diese Regelung hat sie sich jetzt am Ende gar nicht getraut zu realisieren. Was mich dabei ärgert, ist, dass Frauen mal wieder einfach einknicken. Siehst du, wir haben so viele Initiativen im Bundestag gehabt, die fraktionsübergreifend federführend von Männern gemacht wurden. Bei der Stammzellforschung, bei der Patientenverfügung, bei der Organspende jetzt. Und ich finde, jetzt ist das Jahr, in dem Frauen Mut haben sollten und wir tatsächlich, ich sage mal, eine 100% Männerquote endlich beenden müssen. Das würde ich voll unterstützen, ganz klar. Aber man hört natürlich auch immer wieder Stimmen, die sagen, naja, warum Quote für Aufsichtsräte, das befördert ja eigentlich nur ganz wenige Frauen. Warum ist es so wichtig in deinen Augen, dass wir eine Quote für Aufsichtsräte bekommen? Also ich gehe immer mit einem ganzen Werkzeugkasten durch die Welt, ja, in dem ganz viele Werkzeuge sind, die immer zu einer Problemstellung passen. Und deshalb finde ich, dass wir mehr tun müssen für die Entgeltgleichheit. Also gleiche, vergleichbare Tätigkeiten sollen auch gleich bezahlt werden. Ich glaube aber auch, dass wir ganz oben in den Führungsetagen die Denke ändern müssen. Wir stellen doch eins fest, Frauen sind immer besser ausgebildet, aber die Männer, die Personalchefs sind und Personal suchen, finden immer Leute, die ihnen ähnlich sind. Sie finden immer Männer. Ja, von der Verhaltensweise und vom Geschlecht her. Wenn ich also will, dass von der anderen Seite auch mal mehr Druck kommt, der Druck, dass es familienfreundliche Unternehmen gibt, dass Frauen stärker gefördert werden, dass man ihnen hilft, Karrierewege zu gehen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir eben auch über die Aufsichtsräte kommen müssen. Und die Aufsichtsräte bestimmen die Besetzung des Vorstandes. Den habe ich damit gleich mitgeregelt. Es ist halt ein Werkzeugkasten. Wunderbar. Wir haben eben gerade schon gehört, du tourst durch Deutschland, guckst dir Unternehmen an. Was hast denn du für Erfahrungen gemacht jetzt in den letzten Tagen? Was hast du gehört? Gibt es was Neues? Ist Bewegung in diese Frage gekommen? Wie reagieren die Unternehmen auf deine Besuche? Naja, erstmal habe ich alle angeschrieben, weil sie ja sich ständig so flexibel verhalten und meinen, das müssten sie alles unternehmensintern regeln. Ich habe eine Menge Einladungen gekriegt, deshalb mache ich auch die Tour und versuche in möglichst viele dieser DAX-Unternehmen auch reinzugehen. Im Augenblick erlebe ich eins, dass gesagt wird, also dann könnten doch am Ende die Frauen das vielleicht gar nicht ausfüllen können oder so. Also eine Frage, die man bei Männern irgendwie gar nicht stellt. Ja? Ich erlebe, dass aber auch in den Unternehmen langsam eins wächst, nämlich der Bedarf an Fachkräften und sie merken, sie kriegen es nicht hin, wenn sie nicht familienfreundlicher werden, wenn sie nicht mehr Kita-Plätze haben, wenn sie sich nicht durchlässig zeigen, auch bei der Karriere für Frauen und Frauen fördern. Aber mir dauert dieser Weg zu lange, weil es nämlich so geht, für die Fachkräfte unten und im Ingenieurswesen werden noch Frauen gesucht, aber oben in den Chefetagen nicht. Insofern sage ich mal, müssen wir den älteren Herren halt beibringen, dass sie oben auch schneller Frauen finden dürfen und müssen.
Dann drücken wir dir ganz feste die Daumen, wünschen dir viel Überzeugungskraft und ich bedanke mich für dieses Gespräch. Dankeschön. Und ich danke auch und nicht vergessen, Unterschriften für die Berliner Erklärung sammeln. Das machen wir gerne. Danke dir. Ciao.